So, das war also die Hintergrundgeschichte der Gruppe. Jetzt wollen wir doch alle mal hier eintrudeln lassen. Erstmal Girgon, dann Tirek, dann Gwendlin, Myrim, Yalin und Talana. So, natürlich ist unsere Gruppe, sobald sie in Torvald eingetroffen sind, erstmal zum Travia-Tempel gelaufen, um hier der Göttin der Gastfreundschaft eine kleine Gabe zu machen. Das heißt, wir bitten erstmal um die Gabe und spenden dann. Wie viele Silberstücke wollen wir opfern? Nehmen wir mal 10 Stück. Der Geweihte im Opferstock bedankt sich freundlich. So, und nun schauen wir uns in der großen Stadt erstmal um und überlegen uns, was unsere Helden denn so machen würden. Also Girugon schaut sich seine Ausrüstung an und ist der Meinung, wir sollten auf jeden Fall zu einem Waffenhändler gehen. Denn wir sind noch nicht wirklich gut ausgerüstet. Und wo sich am besten ausrüsten, wenn nicht in der großen Stadt, wo auch meistens das Angebot dementsprechend groß ist? Tirek will natürlich sofort in eine Taverne, auch wenn es dafür noch ein wenig früh ist, denn die Sonne ist gerade erst aufgegangen. Gwendlin will sich einfach nur in der Stadt umsehen. Die Elfen wollen einfach nur raus aus der Stadt. Und Talana möchte sich den Kräuterhändler mal angucken, was es hier denn so für schöne, interessante Kräuter gibt. Da machen wir doch einen Kompromiss. Wir schauen uns erstmal ein wenig um, denn wir müssen uns eh ja noch eine Karte anfertigen für die nähere Umgebung. Und sobald wir ein wenig von der Stadt gesehen haben, hier hätten wir zum Beispiel den Hafen, dann gucken wir uns ein paar Geschäfte raus, wo wir einkaufen gehen könnten. Und dann, wenn die Zeit rum ist und es spät genug ist, suchen wir uns eine schöne Taverne, wo wir alle den Humpen heben können. So, was sagt die Karte, die Terik immer schön fleißig nebenbei anfertigt? Hier haben wir eine Menge Schmiede. Das waren doch Schmieden, oder? Nein, eine Krämerin. Das ist ja auch gut. Dann können wir hier schon mal ein paar Sachen einkaufen, die wir für die Reise brauchen. Und sagen erstmal Hallo. Der Laden scheint leer zu sein, als ihr ihn betretet. Nach einiger Zeit aber taucht hinter einem großen Stapel Stoffe eine Frau auf, die euch neugierig mustert. Ihr seid auf der Durchreise, habe ich recht? Für Reisende habe ich alles da. Verratet ihr mir, was ihr braucht? Da sollte man natürlich sofort freundlich sein, denn wenn man freundlich ist, kriegt man öfters mal einen guten Preis. Und da es eine Frau ist, können wir ruhig direkt die Verhandlung leiten lassen. Allgemein ist Gwendolyn jedoch die etwas einfühlsamere Geschäftspartnerin. Aber lassen wir es mal Tirik versuchen. Die Götter mit euch, ihr Freunde des Fecks. Verzeihung, wie könnte ich das vergessen? Die Götter mit euch, verehrte Kunden. Hab Dank für eure guten Wünsche. Eine gute Reise wünsche ich euch noch und alles Gute für die Zukunft. Habt noch einen schönen Tag. So, jetzt wo die Floskeln vorbei sind, schauen wir uns doch mal an, was sie alles zu verkaufen hat. Sie hat einen Schnaps, den will Tirik sofort haben. Dann hat sie einen Angelhaken, kann nicht schaden. Wein und Trinkhörner, nein, 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 da muss er sich ein bisschen zurückhalten. Kletterhaken. So ein, zwei Stück davon könnten nicht schaden. Decken bräuchten wir auf jeden Fall 6 Stück. Wasserschläuche haben wir, eine Laterne brauchen wir nicht unbedingt. Denn erstens kann Talana ja den Flimflam-Flunkelspruch und die beiden Elfen auch. Und zweitens wiegt das nur unnötig viel und nimmt unnötig Platz weg. Denn wir sollten schon darauf achten, was wir so alles mit uns tragen. Ein Hammer und anderes Werkzeug hat Tirik auch. Zunderkästchen brauchen wir nicht. Ein Seil. Ja, das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Schleifstein, ein Netz, ein Wurfhaken. Strickleiter. Ah, die ist ganz schön teuer. Wir sollten uns ein wenig zurückhalten. Eine Hacke. Alchemie-Set und Kristallkugeln. Der kriegt Talana gleich feuchte Augen. Aber an 28 Dukaten sind doch recht happig. Nee, das muss erstmal so weit reichen. Bei dem Werkzeug sind wir uns nicht sicher, was wir davon alles schon haben. Tirik hat einen Hammer und ein Brecheisen. Hammer und Brecheisen, also eine Schaufel eventuell noch. So, und schon sind wir bei 3 Dukaten, 7 Silberlingen. Mal gucken, was der alte Gauner da noch raushauen kann. Probieren wir es erstmal mit 20%. Und Tirik soll feilschen. Ihr bringt mich noch an den Bettelstab. Aber na gut, ihr sollt das Zeug haben. Sehr schön, brummelt der kleine Zwerg. So macht man das. 3 Dukaten.
Das verteilen wir doch gleich mal für unsere Helden, damit jeder seine eigene Decke hat. Das Werkzeug und die ganzen anderen Hilfsmittel kommen alle zu Tirik. Denn zum einen kann er recht viel tragen, da er eine hohe Körperkraft hat. Und zum anderen ist er eh unser Handwerker. So, Schaufel auch. Und das Seil auch. Den Schnaps sowieso. Und wie ihr sehen könnt, das Inventarmanagement ist ein wenig mühsam und auch ein wenig nervig durch das ewige Ping-Ping. Aber das wird sich in den nächsten Teilen legen. Also im zweiten, dritten Teil ist es schon wesentlich angenehmer. So, jeder hat seine Decke. Nee, einer fehlt noch. Gwendolyn. So. Also beim Krämer waren wir nun. Fehlt noch der Waffenhändler, der Kräuterhändler und die heißgeliebte Taverne. Also grau sind jetzt Krämer. Alles Krämer? Ja, das ist auch eine Krämerin. Na gut, dann schauen wir uns weiter um. Da haben wir eine Taverne. Grün dürften Schmieden sein. Ja, da könnten wir zerbrochene Waffen reparieren, das wollen wir aber noch nicht. Wir könnten auf dem Markt uns umgucken. Aber das Angebot auf dem Marktplatz ist meistens nicht so groß. Und hier hätten wir die Stadt schon verlassen können, Richtung Süden auf dem Landweg. Aber wir wollen auf jeden Fall ein, zwei Tavernen besuchen, uns in der Stadt hier weiter umgucken, bevor wir weiterreisen. Denn wenn wir Hinweise finden wollen auf diese ominöse Bedrohung hier im Norden, dann in einer so großen Stadt wie Torval. Was haben wir noch? Da haben wir noch einen Schmied, noch eine Krämerin. Wir suchen doch nur einen Waffenhändler. Was haben wir hier? Einen Heiler. Nee, dafür haben wir unsere Auelfe. Die ist dementsprechend gut ausgebildet. Oh. An einer Straßenecke sitzt ein einbeiniger Mann, der euch flehentlich eine Hand entgegenhält. Eine milde Gabe um Travias Willen. Oh, zu Travia hatten wir ja gerade erst gebetet und noch eine kleine Spende gegeben. Vielleicht ist das so eine Art Prüfung. Also drücken wir ihm mal einen ganzen Dukaten in die Hand. Ihr sollt euren Dukaten haben. Ein wissendes Grinsen huscht über das Gesicht des Mannes, als er sich urplötzlich gesundet aus dem Straßenstaub erhebt. Von irgendwas muss man ja leben. Es soll allerdings auch für euch nicht umsonst gewesen sein. Die Magier hier sind recht fähig, aber es sind alles Heiden, durch und durch. Na gut, das war jetzt keine so wirklich interessante Information, aber sei es drum. So, wir haben hier einen Tempel. Nee, von Tempeln haben wir erstmal genug. Wir hätten gerne einen Waffenhändler. Oh, und hier im Westen der Stadt sieht es schon wesentlich reicher aus. Was haben wir denn hier? Ihr steht vor einer Windmühle, einem Wunderwerk der Technik. Wollt ihr anklopfen und den Müller besuchen? Ja, warum nicht? Tirik wird es auf jeden Fall interessieren, die Maschine zu sehen. Und wir haben ja eh noch ein wenig Zeit totzuschlagen, bis die Tavernen öffnen. Also klopfen wir einfach mal an. Nach mehrmaligem Klopfen öffnet euch ein stämmiger Mann. Wenn ihr nichts zu malen dabei habt, dann schert euch weg und haltet mich nicht von der Arbeit ab, ihr Tageliebe. Das war jetzt recht ruppig. Aber gut, müssen wir uns wohl einen anderen mal anschauen. Was haben wir hier? Um zum Chaldingar-Turm zu gelangen, müsstet ihr eine natürliche Brücke aus gewachsenem Feld gut 40 Schritt über dem Ufer überqueren. Aber auch schon von hier aus habt ihr einen fantastischen Ausblick über den Golf von Bremen. Der gut 20 Schritt hohe Turm mit seinem Leuchtfeuer ist sicherlich weit zu sehen. Bedauerlicherweise öffnet niemand auf euer Klopfen, sodass euch die Möglichkeit versagt bleibt, bis nach Bremen zu sehen. Ja, vielleicht kommen wir irgendwann mal so nach Bremen. Was haben wir hier? Hoch über der Stadt steht die alte kaiserliche Festung, von den Torwallern Alter Ugdalf genannt. Hier befindet sich die Torwaller Kriegerakademie, eine zwar nicht sehr beeindruckende, aber notwendige und nützliche Institution der Stadt. Als ihr euch dem Tor nähert, wird euch der Weg versperrt von zwei schneidigen Jungkriegern. Halt, wer da? Rondra zum Gruß, die Parole. Da schluckt Gerogon erstmal, aber Tirik stupst ihn an und sagt, ah, den kenne ich hier. Wir sollten den Master Dramosch ansprechen. Er hat hier das Sagen und vielleicht hat er ein paar gute Hinweise für uns. Also sagen wir,
Rondra zum Gruß, Besprechung mit Meister Dramosch. Nach einiger Zeit erscheint ein Zwerg in den besten Jahren, angetan in ein blinkendes Kettenhemd. Sofort stupst Tirik Gerugan an und zeigt auf den anderen Zwerg und blinzelt dann. Ihr seht nicht so aus, als wolltet ihr euch einschreiben, stellt er lakonisch fest. Aber wo ihr schon einmal hier seid, könntet ihr mir bei einem Problem zur Seite stehen. Wie ihr vielleicht wisst, erstrecken sich die Festungsanlagen über viele Meilentunnel unter diesem Berg und führen auch zu verschiedenen Stellen in der Stadt. Nun, die obersten Etagen nutzen wir noch als Lagerräume. Den Zugang zu den Untergeschossen haben wir verrammelt. Und doch verschwinden immer wieder Ausrüstungsgegenstände, ja sogar Waffen aus unserem Lager. Und neulich ist einer unserer Zöglinge da unten spurlos verschwunden. Nun, ich habe noch nicht genug Leute zur Verfügung, um die Keller systematisch zu durchsuchen. Und da wollte ich euch fragen, ob ihr diese Aufgabe nicht übernehmen wollt. Ja, da hat uns Tirik doch was Gutes an Land gezogen. Zwerge kennen sich halt. Da schlagen wir doch auf jeden Fall ein. 20 Dukaten Vorkasse, 50 bei erfüllter Aufgabe. Freies Recht in den Kellern mitzunehmen, was so rumliegt. Das klingt doch grandios gemacht. Wir sind dabei. Gut, gut. Besorgt euch die entsprechende Ausrüstung und kommt dann wieder. Rondra zum Gruße. Sehr schön. Das heißt, wir merken uns, im Westen der Stadt ist hier unten der Meister Dramosch. Und da sollten wir uns dann umgucken, sobald wir bei einem Waffenhändler oder dergleichen waren. Aber schauen wir erstmal zur Sonne hoch. Wir haben langsam schon Nachmittag. Das heißt, wir können uns mal nach ein paar Tavernen umschauen. Nehmen wir doch mal die hier an der Ecke. In diesem Gasthaus sind Taverne und Hotels zu einem Dach zusammengefasst. Wollen wir die Taverne besuchen, ein Zimmer mieten oder die Herberge verlassen? Wir wollen die Taverne besuchen. Und hören uns mal ein wenig um. Ihr betretet die Taverne. Es sind nur wenige Gäste anwesend. Das ist bei dieser Uhrzeit auch nicht verwunderlich. Der Wirt mustert euch kurz, dann wendet er sich wieder einer Reihe von Krügen, Bechern und Karaffen zu, um sie gelangweilt zu sortieren. Ihr setzt euch. Der Wirt schaut euch fragend an. Womit kann ich euch dienen? 6 Bier. Der Wirt füllt ein paar Krüge und stellt das verlangte Bier mit einem fröhlichen Bitteschön vor euch auf die Theke. Danke und wir hätten da noch ein, zwei Fragen. Der Wirt, der sich schon zum Gehen abgewandelt hatte, hält in seiner Bewegung inne und kehrt zu euch zurück. Er blickt euch fragend an. Ist noch was? Ja, ihr kennt euch doch gut hier aus, oder? Das wohl. Was wollt ihr denn wissen? Och, nichts Spezielles. Tja, ich weiß eine ganze Menge. Die Botschaft des Mittelreichs zum Beispiel ist geschlossen. Nur zum Beispiel. Aber ob euch das weiterhilft, weiß ich natürlich nicht. Damit können wir eigentlich nur wenig anfangen. Naja, lass mal überlegen. Im Schwarzen Finger wohnt ein Hexer, der niemanden ins Haus lässt. Was gibt es sonst noch Interessantes? Der Hildengard-Turm ist ein prima Aussichtspunkt. Von dort könnt ihr fast bis nach Bremen sehen. Ich glaube, ansonsten ist ein bescheidenes Wissen wenig von Nutzen für euch. Er zuckt mit den Schultern und deutet auf das andere Ende der Theke. Außerdem werde ich wieder von meinen Stammgästen gebraucht, wie ihr seht. Eilig verschwindet er, um eine Bestellung entgegenzunehmen. Den Hjaldingar-Turm, den haben wir eben gerade besucht, oder zumindest haben wir es versucht, aber wir kamen nicht rein. Und der schwarze Finger, das hört sich auch nach einem Turm an. Nach dem sollten wir uns vielleicht mal umschauen. Auch wenn ein Hexer nicht unbedingt die beste Gesellschaft ist, aber es klingt schon interessant und doch ein wenig finster. Und nach üblen Machenschaften sind wir ja eh am Suchen. Ein Torwaller in Kriegsmantel, eine schwere Axt und ein Signalhorn an der Seite betritt die Schankstube. Höret, höret, höret! Der Hetman Tronde Torbenson sucht Helden, die fähig und willens sind, sich auf eine gefährliche Suche zu begeben, die sie wohl ihr Leben kosten kann, deren Erfolg ihnen aber unsterblichen Ruhm und gutes Gold bringt. Sowohl Kenntnisse des Schwertes als auch der Zauberei sind vonnöten, um die Suche zu vollenden. Wer glaubt, über genügend Fertigkeiten und Mut zu verfügen, der melde sich auf schnellsten Wege beim Hetman Torbenson im Westen der Stadt in Torwahl. Das klingt doch auch sehr interessant. Also einmal dieser schwarze Finger, da sollten wir vorbeischauen. Und bei dem Hetman sollten wir nachfragen, um was für eine Aufgabe es sich denn genau handelt. Denn vielleicht ist es ja genau das, was die Auelfe gesehen hat in ihrer Vision.
Aber vorher tritt noch ein Mann zu uns an die Theke. Darf ich euch auf ein Bier einladen? Och, gerne, immer doch, danke. Hey Wirt, Bier für mich und meine Freunde. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Islifes Eilifeson. Wir stellen uns vor. Er erzählt ein wenig über den Ort. Das Interessanteste, was er zu berichten weiß, ist folgendes. Im schwarzen Finger wohnt ein Hexer, der niemanden ins Haus lässt. Ja, das haben wir schon gehört, aber es scheint wohl wirklich die Runde zu machen. Tja, nichts für ungut, Freunde. Aber ich muss jetzt leider nach Hause. Es war nett, euch kennengelernt zu haben. Er verabschiedet sich in aller Höflichkeit und verlässt die Taverne. Es ist immer noch nicht besonders viel los hier. In der letzten Stunde ist gerade mal ein neuer Gast hinzugekommen, um an der Theke Platz zu nehmen. Na gut, wir haben schon recht viel erfahren und wir haben unseren Humpenbier getrunken. Das heißt, wir verlassen doch einfach mal die Taverne. Ein Silberling und zwei Heller. Das war ja nicht wirklich teuer. Aber gut, wir haben schon viel erfahren. Das heißt, jetzt speichern wir erstmal kurz ab und in der nächsten Folge suchen wir dann diesen schwarzen Turm und den Hetman Torbenson im Westen der Stadt, um zu erfahren, was genau er dann für einen Auftrag für uns hat. So, speichern LP001. Und wir sehen uns gleich wieder.